Ja, hi und herzlich willkommen zum nächsten Video von der Spielpirat alias Spielpirat.de. Nachdem wir die verschlafene Runde von gestern endlich wieder ausgleichen können, ehe wieder ein bisschen fitter hier in diesen Kampf reingehen, begegnen wir mittlerweile Kampf 11. Wir haben hier Flame Bixis mit seiner Coach-Up und den Cyclone Herculio mit seiner Rubber Semi-Flat. Ich denke, dass es hier ein bisschen einseitig sein wird, aber lassen wir uns trotzdem dennoch überraschen, was wir hier erleben können. Starten tun wir hier an der Stelle natürlich mit einem String Launcher und Best of Five System. Wir werden sehen, was passiert. Seid gespannt, seid dabei, wer sich hier den Punkt holt. Auf geht's in die erste Runde. So, schon mal erste Attacken zwischen beiden. Cyclone hier auf jeden Fall ein bisschen angriffsfreudiger. Auch wenn er immer wieder nur das Spin-Track berührt und vielleicht mal leicht Flame Bixis von unten touchiert. Allerdings ist das Spin-Track hier vom Cyclone Herculio einfach zu flach, um gegen den Flame Bixis wirklich anzukommen. Dementsprechend wird das hier wahrscheinlich mit einem Ausdauerkampf enden. Wir werden sehen, was passiert. Jo, das Ganze findet hier natürlich in unserer Spielwiese der Gravity Den Bay Stadium statt. Und ich denke, das war auch die richtige Entscheidung gewesen für das Osa Special 2012 von der Spielpirat. Und da haben wir auch schon den ersten Sieg für Flame Bixis gegen Cyclone Herculio. Und wir starten in die zweite Runde. Ups. Mal schauen, was wir hier noch so sehen können. Wobei natürlich gerade im Outdoor-Bereich eine Rubber Semi-Flat jetzt nicht der erfolgsbringendste Spitze ist. Ja. Denkt noch an die Verlosung. Ja, sie wird stattfinden. Und zwar kommen ja heute die restlichen 5 Kämpfe noch online und direkt im Anschluss beziehungsweise zum letzten Kampf gebe ich dann den Link bekannt, wo ihr euren Lösungswort eingeben könnt, ne, eure Mailadresse. Hier geht der zweite Punkt auch an Flame Bixis und vielleicht haben wir in der dritten Runde auch schon unseren Sieger. Ja, gebe ich euch auf jeden Fall an. Und ihr habt die Möglichkeit dann den Turniersieger zu gewinnen. Ja, keine Angst, die Daten werden noch nicht weiterverwendet oder so, nur für die Verlosung, danach ist alles wieder weg. Und ich brauche halt, wie gesagt, nur von euch das Lösungswort und eine Mailadresse, weil ich muss euch irgendwie kontaktieren. Und ich denke, eine Mailadresse haben alle. Und es gibt auch welche, die halt bei YouTube nicht sind, sondern nur bei Facebook und keinen YouTube-Account haben dürfen und so weiter. Deswegen diese Regelung. Ihr könnt auch gerne dann noch euren YouTube-Namen dazu schreiben. Dafür wird es noch ein separates Feld geben. Ja, also sprich, wenn ihr von Facebook kommt oder wenn ihr benachrichtigt werden wollt oder namentlich auch genannt werden wollt oder wenigstens mit eurem YouTube-Namen, gebt den einfach mit ein. Das wäre das Sinnvollste. Wir haben hier einen kurzen und schmerzlosen Kampf. 13-0 für Flame Bixis, ein sicher verdienter Punkt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf dem Board vorbeikommt, board.spielpirat.de, ansonsten beim nächsten Video mit einschaltet. Bis dahin, euer der Spielpirat.